Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ist es schon wieder rot? Ja. Man kennt es. Leute, ich will heute mal um das Thema Zukunft labern. Denn ihr wisst ja, ich hatte für Oktober ein Wheelie-Bike geplant. Und wegen dem scheiß Virus und so werde ich das jetzt, glaube ich, meinen Plan komplett umschmeißen. Denn ich will schon als Wheelie-Bike halbwegs was Vernünftiges. Und das kostet halt auch gute 6.000 Euro mindestens. Und nachdem ich jetzt locker, also ich gehe schon mal davon aus, ich habe locker bis August keine Arbeit. Denn laut Regierung kann man eh nie glauben, was die für eine Scheiße erzählen. Aber wird der Höchststand von dem Virus erwartet, wird der Höchststand Ende Mai erwartet. Und ihr könnt euch denken, Ende Mai heißt für mich schon mal Anfang Juni. Das heißt, bis dann wieder Veranstaltungen geben wird, denke ich, wird mindestens August, September sein. Und ihr wisst, ich wollte mir im Oktober ein Wheelie-Bike kaufen. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt einfach lassen. Denn ich wollte mir eigentlich nach dem Wheelie-Bike... Servus Brudi! Ich wollte mir eigentlich nach dem Wheelie-Bike noch im Winter eine 600er Sportler kaufen. Da man die relativ günstig bekommt und ich einfach schon langsam so Bock auf eine Sportler habe. Das heißt, Wheelie-Bike wird für dieses Jahr gestrichen. Das wäre jetzt mal mein Plan. Und ich kaufe mir einfach im Winter, wenn sich das Ganze beruhigt hat, eine 600er CBR voraussichtlich. Die bekommt man relativ günstig. In akzeptablem Zustand, würde ich jetzt mal sagen. Also ich gehe mal davon aus, früher oder später lege ich die mal hin. Also wenn die schon mal einen Rutscher hatte oder so, würde es mich nicht stören, wenn die dafür ein bisschen günstiger wäre. Denn ich will mir voraussichtlich eine Honda CBR-PC 37 holen, also das Modell von 2003, ich glaube bis 2006, 2007. Und im besten Fall ein Facelift-Modell, das heißt ab 2005. Ich meine, ich habe mal so ein bisschen auf Willhaben und so geguckt. Die bekommt man in gutem Zustand, relativ guten Zustand mit halbwegs wenig Kilometer, so für 3.000, 5.000, 4.000 Euro. Und dann hat das Ding aber gerade mal so 20.000, 25.000 Kilometer oben. Ja, sowas wird dann wohl im Winter passieren. Denn EXC, für alle, die es nicht wussten, Wheelie-Bike sollte eine EXC werden, ist halt nicht nur geltlich gerade so eine Sache, sondern auch, weil sich das ganze Thema jetzt verschiebt. Das ganze Thema Garage verschiebt sich jetzt ja auch, deswegen. Ich hätte zwar jeden Monat das Geld, dass ich eine Garage zahle, nur ich habe den Vertrag noch nicht unterschrieben und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass da jetzt gerade keiner Zeit hat. Genau. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, wie das Thema Garage so aussieht bis im Winter. ja, ich weiß jetzt nicht, wie das Thema Garage bis im Winter aussieht. Ich hoffe mal, bis im Winter habe ich eine Garage. Denn wenn ja, dann glaube ich, gibt es mit der CBR auch ein geiles Winterprojekt. Denn ich glaube, jeder, der was mich kennt, schaut euch meine Duke an, weiß, das Ding bleibt nicht serienmäßig. Ich kann euch schon mal sagen, die Spiegel kommen runter. Da kommen ein Lenkerendenspiegel drauf. Sturzpads ist eh klar. Denn ihr wisst, ich habe noch immer ein Ziel, Ellbogenschleifen. Dann zusätzlich zu meiner CBR will ich mir im Winter eine komplette Mars-Kombi machen lassen. Ja, oh, also nachdem das Wheelie-Bike nichts wird, es gibt einen artgerechten Ersatz, würde ich jetzt mal so sagen. Aber keine Angst, nächstes Jahr, wenn sich die ganze Sache mit dem Virus wieder beruhigt hat, ich denke mal, Mitte nächsten Jahres werde ich mir trotzdem ein Wheelie-Bike kaufen. Denn ich wollte mir ja eigentlich im Oktober ein Wheelie-Bike kaufen und dann Jänner, Februar so eine CBR. Denn wäre das ganze Ding mit dem Virus nicht gewesen, hätte ich die Kohle auch. Ja.
Nur ich habe ja gerade extrem viel Geld in mein Kamera-Equipment gesteckt und jetzt sieht es etwas mau aus. Ist natürlich auch geil, ich stecke alles in mein Kamera-Equipment und zwei Tage später fahre ich, jo, keine Arbeit mehr. Aber auf jeden Fall, ich komme wieder zurück zur CBR. Auf jeden Fall, was kommt, wird ein Ausflug sein, ist eh logisch, oder? Dann will ich eventuell, wenn es, ich weiß jetzt nicht, wie teuer die Scheiße ist, auf jeden Fall Quickshifter. Quickshifter, das finde ich, ist einfach Muss für einen Sportler. Ja. Also, wer, also an die Sportlerfreunde und euch, ihr könnt euch freuen, denn ich habe einfach Bock auf einen Sportler. Und nachdem man die relativ günstig bekommt, relativ günstig, 4000 Euro ist auch nur ein Haufen Geld, aber im Vergleich, was bekommst du für eine EXC für 4000 Euro? Eher nur Ranz. Und wenn, dann will ich da schon halbwegs was Vernünftiges haben. Deswegen bin ich da jetzt so umgeschwungen auf eine Sportler. Und ich denke mal, das wird sicher geil. Dann mein Motorradurlaub wird wahrscheinlich dieses Jahr auch komplett gecancelt. Denn ich wollte ja eine Woche in der Nähe von Großglockner und Südtirol ballern. Und nachdem Italien ja gerade so ist, kann ich das ja auch vergessen. Also auch gecancelt. Also dieses Jahr, glaube ich, wird einfach nicht geil. Dieses Jahr ist für mich eigentlich schon so gut wie gelaufen. Aber ja, ich mache ja das Beste draus. Ich fahre gerade zu einem Kollegen. Und solange wir noch fahren können und das Wetter passt, so viel geilen Content wie möglich für euch zu produzieren. Und auch geile Pics für Insta. Also folgt mir unbedingt auf Instagram. Das ist Pflicht. Ja. Und die Leute, die bis hier geguckt haben, lasst mir schon ein Like da für den YouTube-Algorithmus. Denn ihr wisst, YouTube gönnt nur, wenn die Likes und die Kommentare ballern. Ach ja, weil ich gerade beim Reifenhändler vorbeifahre. Mein Reifen kommt morgen, also am Freitag, nur der Reifenhändler zu. Ja. Also ich war ja da eigentlich, gestern war das, war ich dort, hatten offen, aber ich habe heute angerufen bezüglich Termin, machen nichts, geil, danke. Ja. Ist glaube ich auch meine Ausrede vor der Kipperei. Reifenhändler wechselt keine Reifen. Nur bei Notfällen. Notfällen heißt für mich Platten, das heißt, ich müsste Burnout machen, bis der alte Reifen platt ist. Wer weiß. Ja gut, das soll es jetzt eh gewesen sein für das Video. Ich hoffe mal, mein Gelaber geht euch nicht auf den Sack und sonst verpisst euch. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Peace, Leute.